Sie sehen den Wirtschaftskalender für Montag, den 16. Januar. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten anstehenden Pressemitteilungen. Die US-Märkte werden heute aufgrund des Martin Luther King Tages geschlossen bleiben und der erste Punkt auf dem Zeitplan erscheint eine Minute nach Mitternacht und es ist der britische Rightmove Hauspreisindex für Januar. Der Index sank in den letzten zwei Monaten und der Dezemberrückgang war der stärkste in fast zwei Jahren. Die Daten zum japanischen Tertiärindustrieindex für November folgen um 16:30. Im Oktober kehrte der Index zum Wachstum zurück und löschte somit teilweise den 0,3%igen Rückgang aus dem Vormonat wieder aus. Die Daten zu den japanischen vorläufigen Werkzeugmaschinenaufträgen für Dezember erscheinen um 6. Die Aufträge fixierten ein starkes monatliches Wachstum im November, da sowohl die Anzahl inländischer als auch ausländischer Aufträge stieg. Die Daten zur europäischen Handelsbilanz für November stehen um 10 an. Der Handelsbilanzüberschuss verringerte sich im Oktober, während die Exporte sanken und die Importe stiegen. Und die Daten zur australischen Immobilienfinanzierung für November werden um 21:30 veröffentlicht. Die Daten zur Gehäusefinanzierung entspannten sich im Oktober, nachdem im Vormonat ein starker 1,5%iger Gewinn verzeichnet wurde. Das war der Wirtschaftskalender für Montag. Mein Name ist Kias Khalil. Ich bedanke mich für das Zusehen.